Herzlich willkommen im Puma-Käfig. Heute geht es wieder um Teenager und um Pubertät und um das Thema, wie lang dürfen die eigentlich wegbleiben? Lange Zeit sind sie nur auf der Bude, sind am Zocken. Eine Mutti sagte zu mir, da wussten wir wenigstens, wo er war, aber auf einmal stürmen die nach draußen und wollen die Welt entdecken. So ab 16 ungefähr, oder sagen wir mal beim 16-Jährigen, würde ich eine Ausgangssperre nicht mehr als sinnvoll erweisen. Natürlich würde ich trotzdem gerne wissen wollen, wohin er geht, mit wem und wie lange eigentlich in der Tat nicht mehr. Bei gravierenden Ortswechsel kann man der besorgten Mutter ja auch mal eine WhatsApp schreiben, aber prinzipiell finde ich eine Ausgangssperre in dem Sinne nicht mehr nötig. Ich habe mal nachgefragt, auch recherchiert in meinen Studien. Bei jüngeren Teenies ist das so ein bisschen anders. Da soll es natürlich schon früher nach Hause gehen. Ich habe festgestellt, es bringt was, wenn man so einen kleinen Rahmen vorgibt. Also zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr ist es schon sinnvoll, weil gerade junge Teenies trödeln oft immer so ein bisschen, verlieren sie ein bisschen in der Zeit, was bei uns Erwachsenen übrigens auch manchmal der Fall ist. So nach dem Motto, ich habe mich gerade mit der Freundin verquatscht. Es wird leider ein bisschen später, Schatz. Das kann man seinem Teenager auch gerne zugestehen. Also da immer so einen halben Stunde Rahmen geben, da bin ich Fan von. Man kann auch gern seinen Teenager mal fragen, du, wann willst du nur nach Hause kommen? Dann denkt man erst, um Gottes Willen, wie kann der das vorschlagen? Aber nee, oft ist das näher dran an der eigenen Vorstellung, als man tatsächlich denkt. Also haben wir noch herausgefunden bei den jüngeren Teenagern, also unter der Woche zwischen 20 Uhr, 20.30 Uhr als Rahmen, vielleicht auch 21 Uhr und am Wochenende zwischen 22 und 23 Uhr. Das hat die Studie so ergeben. Grundsätzlich bei älteren Teenagern auch immer zum Kompromissen bereit sein. Die Verantwortung wird permanent immer mehr abgegeben. Und dann kann es auch gerne mal passieren, dass um 10 Uhr der Teenager schreibt, ja, wir wollen noch ein bisschen Fernseh schauen, wir schauen noch eine Netflix-Serie an. Ich bin dann so gegen Sommer 2021 zurück. Also wir schenken unserem Teenager einfach ein wenig Vertrauen. Das hat er sich auch verdient. Ihr habt euch auch was verdient, nämlich schöne weitere Themen in der Pubertät. Die sind hier zu sehen in meinen Videos. Bitte schaut sie euch an, klickt sie euch an. Ich würde mich freuen. Bis bald, euer Matthias.